Bei der Schilddrüsen-Selbstmassage gibt es immer wieder mal das Thema, ich komme mit den Händen nicht so gut ran oder es ist nicht so praktikabel. Und da habe ich jetzt was Neues als Anregung, die Trockenmassage mit so einer Bürste. Ist eine Massagebürste, gibt es im Naturladen, gibt es bei Kneipp mit einem Stielchen. Und jetzt haben wir die Schilddrüse hier, ja. Also nochmal kurz zur Erinnerung: 1,5 cm hier vom Grübchen hoch und dann 1,5 cm hier raus. Hier drinnen ist die Schilddrüse, die reicht rauf bis zum Kehlkopf. Auf beiden Seiten sind zwei Lappen, um die geht's. Und wenn die sich entzündet, dann ist vielleicht die Massage mit äußerster Vorsicht zu machen, die Trockenmassage. Anbieten würde ich es eher als Strategie für Menschen, die schon länger eine Schilddrüsenentzündung haben und wo die Verklebungen der Schilddrüse mit ihrer Umgebung ein großes Thema sind. Wir haben das jetzt schon mehrmals diskutiert, was das bedeutet, wenn die angrenzende Muskulatur, die hier hochzieht, das sind drei kleine Muskeln, die direkt an der Schilddrüse ranziehen, wenn die von der Entzündung erfasst werden und dann oft auch ihre Struktur, zumindest eine Zeit lang, verlieren, auch weich geworden sind durch Entzündung, selbst eben auch entzündet sind. Und wenn dann der Vernarbungs-Heilungsprozess kommt, dann haben wir oft überschüssige Narben, die eben dann Verkürzungen der Muskulatur erzeugen, aber auch eine direkte Verklebung der Schilddrüse mit der Umgebung. Und das ist eine Auslösung von verschiedensten Problemen. Für die Funktion auch der Schilddrüse, wenn sie angewachsen ist, macht jede Bewegung eine Verzerrung des Schilddrüsengewebes. Und wenn sie so mechanisch dauernd irritiert wird, kann sie nicht so viele Hormone selbst bilden. Aber auch wenn man ein Hormonpräparat nimmt, wie das L-Thyroxin, hatte die Schilddrüse eine starke Beteiligung daraus, aktive Hormone herzustellen. Und auch das passiert dann weniger, wenn sie eben dauernd verbogen und verzerrt wird durch Bewegungen. Und um die Verklebungen zu lösen, da gibt es jetzt mal prinzipiell die Idee, dass man sagt, ich halte die Schilddrüse selbst fest und dann ziehe ich, mit dem Daumen geht es besser, auf der Außenseite das Bindegewebe drüber. Aber wenn ich jetzt die Bürste habe, dann kann ich diese Bewegung ja viel angenehmer machen. Ich kann ja jetzt machtvoll das Bindegewebe, das auf der Außenseite ist, direkt unter der Haut, wirklich nach außen ziehen, während ich die Schilddrüse selbst festhalte. Und das geht auf beiden Seiten recht gut, wenn man so eine gestielte Bürste hat und ich kann eben dann nach oben streichen, das Bindegewebe, und dehne es. Ich kann es nach außen streichen. Ich kann es nach unten streichen, überall, wo jetzt eine Verkürzung des Bindegewebes da ist. Das große Ziel ist ja vorne, wo die Entzündung dann mal so eine Narbenschrumpfung macht, sodass das alles ein bisschen zusammen gewachsen ist und oft auch ein bisschen den Kopf nach vorne zieht, dass wir das wieder weiten, sodass der Nacken auch wieder weicher werden kann. Man muss die Schilddrüse nicht unbedingt festhalten. Man kann also tatsächlich sich angewöhnen, mehrere Minuten am Tag einfach ausgehend von der Mittellinie mit so einer kleinen Bürste nach außen zu ziehen. Das ist ja die Bewegung, die den Lymphfluss fördert, der ja auf die Außenseite gehen soll. Das kann man eben ein bisschen runter, ein bisschen nach außen und vor allem auf den Kieferwinkel zumachen. Im Kieferwinkel drinnen sind ja, dort geht ja dann die Lymphbahn runter und die kann ich manchmal zwischendurch auch einfach so ausstreichen, indem ich hier so runter massiere. Und solche Massagebürsten sind unheimlich praktisch. Ich muss das trocken machen, ich kann das nicht mit Öl machen, weil dann mit der Zeit sonst die Bürste total verklebt und das auch zum Riechen anfängt. Man macht es trocken, die Bürste muss natürlich auch zwischendurch einfach mal gewaschen werden, weil sie sonst zu viel von diesen Hautpartikeln her dann auch so verklebt ist oder verklebt wird. Aber das kann ich jeden Tag machen. Und selbst wenn ich Verklebungen habe, einfach indem ich jetzt sozusagen mechanisch mit dem Widerstand, den die Bürste an der Haut bietet, nach außen ziehe, habe ich einen sehr guten Effekt. Und wenn ich das eine Zeit lang mache, habe ich oft dann hier eine schöne Rötung am Hals, als Zeichen, dass das auch effektiv war, dass das wirklich passiert ist. Und wie gesagt, so eine Bürste, also ich habe sie für 10 € gekauft.
ist die Idee, dass das so eine Bürste ist, wo Kinder dann in der Badewanne sozusagen gewaschen werden. Für Babys war das. Wichtig ist, dass es nicht zu groß ist, wenn es am Hals eingesetzt werden soll. Wichtig ist, dass die Borsten weich sind. Also sie nehmen keine Bürste, die zum Schrubben von dem Boden gedacht ist. Und wichtig ist, dass sie einen Stiel hat. Wenn sie einen Stiel hat, dann können sie hier bequem massieren. Und dann kommen sie natürlich auch in den Nacken, können sie im Nacken eine schöne Querfriktion machen, ne, indem sie einfach im Nacken auch noch so weiter hinterstreichen. Der Nacken ist ja oft auch sehr verspannt. Man kann es dann auch einsetzen in anderen Bereichen des Körpers, also beispielsweise, wenn ich die Nebenniere hinten am Rücken stimulieren möchte, kann ich natürlich auf der Höhe des Zwerchfells in der Mitte, also in der unteren Brustwirbelsäule, dort auch streichende Bewegungen machen. Ja, so viel zur Anregung dazu. Setzen Sie es ein. Wichtig ist, dass Sie was tun. Es ist natürlich schön, wenn Sie eine akute Massage haben, wenn Sie ein Zuwendungsöl von der Weltapotheke verwenden. Das Tyrabasis ist ein guter Start, dass man das einfach hier einmassiert und dann auch einwirken lässt über der Schilddrüse. Aber wie gesagt, für die mechanische Stimulierung und zur Anregung der Durchblutung ist die Trockenmassage mit so einer Bürste optimal. Viel Erfolg!